Grüß Gott und herzlich willkommen bei TV Mürz. Die aktuelle Sendung steht diesmal ganz im Zeichen der Mürzer Messe. Ja, und wir waren schon am Anfang mit dabei. Und bei der Eröffnung im Messezelt hat sich gezeigt, dass das Interesse groß ist und die Aussteller eine bunte Vielfalt an drei Tagen bieten. Oder besser gesagt Full Tent war wie jedes Jahr auch heuer wieder bei der Eröffnung der Mürzer Messe im Messezelt angesagt. Kein Wunder, waren auch in diesem Jahr wieder viele Aussteller mit dabei, die an den drei Tagen neueste Trends und attraktive Angebote zur Schau stellten. Auch wenn die Messe zahlreiche Besucher nach Mürzzuschlag lockt, verdient die Stadtgemeinde dabei nichts, profitiert aber am Ende dennoch ordentlich davon. Die Handelsbetriebe, die Gastronomiebetriebe, viele Firmen erzählen, dass sie hier so tolle Kundenkontakte und Umsätze generieren, dass es für sie unverzichtbar ist. Es geht auch um das Image. Es kommen Gäste und Besucher immer mehr, auch aus dem Bezirk Neunkirchen, aber natürlich auch das Mürztal hinunter, übers Alpel drüber. Ein großes Einzugsgebiet, das es auch zu bespielen gilt. Die Angebote auf der Messe sind vielfältig. Von modernster Heiztechnik über Sportartikel bis hin zur richtigen Versicherung, vom Optiker bis zum Orthopädie-Schuhmacher und viele weitere Dienstleister waren auch 2018 wieder mit an Bord der Mürzer Messe. Die Mürzer Messe ist sicherlich der Jahreshöhepunkt für den örtlichen Handel und für die Gastronomiebetriebe. Ganz wertvoll die Frequenz, um auch unsere tollen Produkte zu zeigen und die Servicequalität unserer Mitarbeiter. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, es ist nicht der Boom, der vielleicht in Industriebetrieben in vielen vorhanden ist. Der Handel hadert trotz guter Konjunkturlage mit Gegenwind. Die heimischen Handelsbetriebe zeigen sich vielleicht gerade deswegen kämpferisch. Man sollte sicherlich vor der eigenen Türe kehren. Jeder sollte sein Bestes geben, vor allem was die eigenen Betriebe betrifft. Und da gibt es überall Potenzial. Und wenn man es wirklich gut macht, so wird man auch durch die Treue der Kunden belohnt. Ebenso wichtig ist es, den Schwung auch ins Tal mitzunehmen. Zog der WKO-Vertreter in seiner Ansprache einen Vergleich zwischen Wirtschaft und Sport. Wir wissen, dass in den Steilstücken wir Tempo aufnehmen und dieses Tempo wir am Ende dieser Steilstücke mitnehmen sollten, um Flachteile zu überwinden, um die nächste Steilstufe zu erreichen. So ist es auch in der Wirtschaft. Wir wissen, dass momentan die Wirtschaft sehr gut läuft, in vielen Bereichen gut läuft. Wir dürfen aber den Fehler nicht begehen, das, was wir jetzt erwirtschaften und erarbeiten, in die Luft zu verpuffen, sondern eine gewisse Reserve zurückzuhalten, um jene Zeiten, wo es dann etwas schwieriger wird, auch gut durchtauchen zu können. An die 25.000 Besucher konnten sich an drei Messetagen von den Angeboten überzeugen und somit den Betrieben hoffentlich auch weiterhin eine flotte Fahrt garantieren. Im Rahmen der Mürzer Messe wurde in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Mürzzuschlag der Bauernladen Naturgut Mürz eröffnet. Künftig werden einmal wöchentlich hier regionale Produkte zu erwerben sein. Der neue Bauernladen Naturgut Mürz wurde kürzlich in den Räumen des Stadtwerke-Fachgeschäftes Möbel Mürz eingerichtet. Neu ist außerdem eine interne Verbindung zum angrenzenden Modehaus Fuchs. Es ist wirklich eine große Freude für mich, im Mürzzuschlag in der Innenstadt eigentlich zwei tolle Projekte zu eröffnen. Einerseits die Verbindung zum Herrn Fuchs und andererseits unseren regionalen Laden Naturgut Mürz, der von einem Verein geführt wird, in dem sich über 15 regionale Erzeugerinnen und Erzeuger zusammengefunden haben und ihre Produkte hier bei den Stadtwerken Mürzzuschlag anbieten. Welche Idee steckt da dahinter? Die Stadtwerke bieten ja üblicherweise keine Lebensmittel an. Wie ist dieses Projekt zustande gekommen? Wir haben eben durch die Verbindung zum Herrn Fuchs darüber nachgedacht, welches zusätzliche Angebot und welche Konzepte man dazu einbringen kann. Und so ist die Idee des regionalen Bauernladens entstanden. Und hierbei sind die Stadtwerke Mürzzuschlag der Infrastrukturgeber. Das ist eine Rolle, die uns bekannt ist und die wir ganz gut können. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Verein, der dann den Laden bewirtschaftet. Also ich bin genau von Jora angesprochen worden, von der Bisonik Elke, der ist da Mitarbeiterin bei den Stadtwerken. Ob ich mir sowas vorstellen könnte, dass es jemanden gibt im Mürzzuschlag, der was da mitmachen würde, bei einem Bauernladen. Und mit den Stadtwerken haben wir da einen idealen Partner, der was uns die Infrastruktur bietet. Und so hat das gestartet.
Wir schaffen damit ein Einkaufserlebnis auf knapp 2000 Quadratmeter mit den unterschiedlichsten Sortimentsbereichen. Und wir können vor allem gemeinsame Werbung betreiben, Events hier unter Dach machen, regensicher. Also das Flanieren in den beiden Geschäften macht sicher noch viel mehr Spaß. Und das ist vor allem sehr praktisch auch, weil man zu den Stadtwerken nun direkt über die Hammergasse vom Stadtplatz kommt. Und das ist auch wirklich ein ganz toller praktischer Nutzen für alle Kunden vom Mürzzuschlag. Naturgut Mürz ist ein Laden, in dem auf Regionalität und Nachhaltigkeit gesetzt wird. Alle bäuerlichen Erzeugnisse werden direkt von den beteiligten Landwirten angeboten. Mit welchem Produkt sind Sie hier dabei? Ich bin mit Fisch dabei. Das heißt, wir züchten den Saibling im Bredullgraben in Langenwang. Und bieten wir sowohl Fisch, Frischfisch an, filetiert oder im Ganzen, aber auch viele Aufstriche. Das Naturgut-Mürz-Projekt hat mir von Anfang an wirklich gut gefallen, weil es einfach die Möglichkeit bietet, unsere Abhofprodukte der regionalen Bevölkerung näher zu bringen. Die Auswahl der bäuerlichen Produkte ist groß. Wir haben mittlerweile 17 Produzenten, Lieferanten sozusagen, 17 Bauern aus der ganzen Steiermark. Regional heißt es ja nicht nur Mürzzuschlag, sondern auch Kernöl gibt es ja immer mal nicht in unserem Bezirk. Da sind wir Richtung Feldbach unten unterwegs. Und es gibt angefangen von frischen Produkten wie Dessert im Glas, frischen Fisch, Fisch geräuchert, Milchprodukte aller Art, Käse, der was länger gereift ist, der Schneealmkäse von Lurbauern. Dann haben wir haltbare Produkte, sämtliche Säfte, Sirupe, Nektars, Honig, Kernöl, Nudeln, also wirklich ein riesiges Sortiment. Und zu diesem umfangreichen Sortiment zählen auch Eier, Obst und Gemüse oder Spirituosen und Wein. Geöffnet hat der Bauernladen Naturgut Mürz jeden Mittwoch zu den Geschäftszeiten von Möbel Mürz in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Ja, viele Aussteller waren mit dabei auf der Mürzer Messe und ein paar dürfen wir Ihnen nun präsentieren mit Ihren Angeboten. Neben individuell gefertigten orthopädischen Schuhen bietet Orthopädie Sommer qualitativ hochwertige und ökologisch hergestellte Freizeitschuhe. Ein großes Angebot an bunten Waldviertlerschuhen steht in den vier Standorten des Unternehmens zur Auswahl. Orthopädie Sommer in Mürzzuschlag, Krieglach, Kapfenberg und Bruck. Mit Freude beschwerdefrei bewegen. Beate Pop, Optik Uhrenschmuck, verlängert das sensationelle Messeangebot. Ein Brillenglas gratis, noch bis zum 17. November. Armreifen gestalten je nach Lust und Laune. Le Chachette, Holzuhren von Leimer, ein Accessoire aus 100% Natur. Schmuck mit Bedeutung, Julie Julsen. Bei Beate Pop Optik Uhrenschmuck findet jeder das passende Geschenk. Smart Meter, was ist das? All Ihre Fragen zum intelligenten Stromzähler werden vom Team der Stadtwerke Mürzzuschlag beim Infoabend am 20. November um 18 Uhr im Stadtsaal beantwortet. Stadtwerke Mürzzuschlag, Ihr Stromversorger, gibt Vollgas. 30 Jahre Kabelnetz beschert den Kunden bei Vertragsanpassung alle Produkte mit doppelter Bandbreite. In Kooperation mit Elektrotechnik Habermann bieten die Stadtwerke Mürzzuschlag auch die neueste Speichertechnik für erneuerbare Energien an. Und die Stadtwerke Mürzzuschlag sind nicht nur Ihr fairer Stromversorger, sondern auch regionaler Partner für Ihren Firmenstandort. Attraktive Büroflächen im WGM bieten genügend Raum für neue Ideen. Easy Start für Gründer und Jungunternehmer. Am Stuleck ist immer was los. Nutzen Sie am 14. Dezember die Gelegenheit des Gratis-Skitests bei Sportbuchebner und den ansässigen Skischulen. Am 15.12. sorgt Live-Musik auf den Skihütten für zünftige Hüttengaudi und am 16. sorgt das große Familienskifest für tolle Angebote. Für Kinder bis 15 heißt es minus 50% auf Liftkarte, Skiverleih und Skischulunterricht. Essen, Trinken, Sonnenbaden können auch Nicht-Skifahrer. Die zahlreichen Gastronomiebetriebe laden zum Verweilen und Genießen ein. Sportbuchebner lockt mit einem attraktiven Skiverleih auch die Kleinsten auf die Piste. Stuleck, immer einen Besuch wert.
Sie suchen die besondere Farbgestaltung? Diese finden Sie bei Malermeisters Katzl in Mürzzuschlag. Malermeisters Katzl ist stets bemüht, den Trends der Zeit zu entsprechen und somit alle am Markt befindlichen Techniken anbieten zu können. Seit mehr als 105 Jahren, Tradition und Moderne, Malermeisters Katzl berät Sie gerne. Zuverlässige Malerarbeiten nach Ihren individuellen Wünschen. Jahrelange Erfahrung, umfassende Leistung, professionell und kompetent. Malermeisters Katzl. Autohaus Knoll Kurzmann präsentiert die neuesten SUV-Modelle von Hyundai, Mitsubishi, Suzuki und Seat. Cooles Design mit oder ohne Allrad. Autohaus Knoll Kurzmann. Eine breite Palette an Automodellen für jede Preisklasse erwartet Sie an den beiden Standorten in Langenwang und Kapfenberg. Ob SUV, Limousine, Kombi oder E-Auto, das Team von Autohaus Knoll Kurzmann berät Sie gerne. Verpassen Sie nicht die einmalige Gelegenheit, die Saisonkarten 2018-2019 für die Brunnalmlifte im Vorverkauf zu erhalten. Modernste Beschneiungsanlagen garantieren Schneesicherheit. Pisten für alle drei Schwierigkeitsgrade und somit für die ganze Familie. Drei parallel laufende Lifte, keine langen Wartezeiten und tolle Angebote wie die 3 Stunden Max-Flex-Karte machen das Skigebiet zum Familienparadies im Mürztal. Brunnalm, Hohe Feitsch. Geplanter Saisonstart 8. Dezember. Wolle neu erfunden. Mit den Schuhen von Gieswein halten Sie Ihre Füße nicht nur trocken und warm, sondern setzen auch ein modisches Zeichen. Vital Verwöhnschuhe gibt es in so vielen Stilen, wie es Geschmäcker gibt. Massage to go sorgt für Wohlbefinden am ganzen Körper. Mit Schuhen von Peter Kaiser sorgen Sie immer für einen eleganten und stilsicheren Auftritt. Schuhe Stolz, Ihr Schuhfachgeschäft am Mürzer Stadtplatz. BeFit, der Fitnessclub mit dem nötigen Fachwissen in Mürzzuschlag Königsberg, feiert seinen 5. Geburtstag und Sie feiern mit zahlreichen Angeboten und neuen Fitnesskursen. Jumping Fitness beispielsweise stärkt die Körperpartien, verbessert gleichzeitig die Ausdauer und beugt Rückenproblemen vor. Mit Katrin Moosburner ist ab sofort auch eine selbstständige Physiotherapeutin mit an Bord und eine erfolgreiche Rehabilitation garantiert. BeFit, der Fitnessclub in Mürzzuschlag Königsberg. Ja, das war's auch schon wieder. Unsere Sendung diesmal ganz im Zeichen der Mürzer Messe. Ich hoffe, auch Sie hatten ein schönes Messewochenende. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.